Ein 16 Jahre alter Bursch aus Wien ist am Montagabend im niederösterreichischen Schwechat auf einen abgestellten Eisenbahnwaggon geklettert und dabei in den Stromkreis der Oberleitung geraten. Der Bursch wurde vom Waggon geschleudert und starb noch an der Unfallstelle. Er hat sich zusammen mit einer anderen Jugendlichen im Bereich der Verschubgleise aufgehalten. Der junge Wiener hat sich noch aus unbekannten Gründen auf den Abstellgleisen aufgehalten, als es gegen 20 Uhr zu dem Unfall kam. Seine Begleiterin alarmierte die Rettungskräfte.